Eine kleine Trainingsgruppe nur heute an der Säbener Straße mit Philipp Lahm, Holger Badstuber, Franck Ribéry, Xabi Alonso, Juan Bernat und Rafinha sind gerade mal 6 Feldspieler auf dem Platz. Arjen Robben, der sich erst langsam wieder ans Mannschaftstraining herantastet, hat seine Einheit heute wieder individuell im Leistungszentrum absolviert. Mit Sven Ulreich und Tom Stalke sind noch 2 Torhüter im Einsatz. Bayerns Keeper Nummer 1, Manuel Neuer, weilt derweil bei der Nationalmannschaft, die am Samstag in Hamburg ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien bestreitet. Also erstmal ist wichtig, dass wir ein klares Ziel haben. Wir wollen Erster werden in unserer Gruppe. Selbst wenn jetzt ein Zweiter weiterkommen würde, wäre unser Ziel natürlich, Erster zu werden. Und grundsätzlich denke ich, dass es natürlich schade ist, dass jetzt Mario Gomez ausfällt als richtiger klassischer Stürmer vorne im Zentrum. Aber wir sehr viele Spieler haben, die Tore erzielen können. Kapitän Neuer sieht also trotz des Ausfalls von Mario Gomez kein Stürmerproblem bei der Nationalmannschaft. Definitiv kein Problem, Tore zu schießen, hatten gestern Abend die Frauen des FC Bayern München. Mit 6:0 gewannen sie das Champions League-Hinspiel der ersten Runde beim schottischen Vizemeister Hibernian Edinburgh und haben damit das Tor zum Achtelfinale weit aufgestoßen. Die zweifache Torschützin Melanie Leupolz. Ich bin sehr froh, dass ich heute 2-mal treffen konnte. Wie du schon gesagt hast, also es kommt nicht so häufig vor und steigt natürlich auch in das Selbstbewusstsein und da sucht man dann auch öfter mal den Raum vorne und heute hat es ganz gut geklappt und ich freue mich jetzt einfach darüber. Das Rückspiel, in dem dann tatsächlich alles klar gemacht werden sollte für die nächste Runde, findet bereits am kommenden Mittwoch statt. Anpfiff ist dann im Stadion an der Grünwalder Straße um 18 Uhr.